Liebe Anne Will, Sie haben mich nominiert, bei der Ice Bucket Challenge mitzumachen. Also bei der Aktion, die aufmerksam macht auf die Krankheit ALS, eine degenerative Entwicklung des Nervensystems, bei der wir bei der Forschung und Bekämpfung der Krankheit noch nicht weit genug sind. Und die Aktion soll ja Spenden mobilisieren. Natürlich nehme ich die Nominierung an, aber um ehrlich zu sein, ich finde die Krankheit viel zu ernst und die Zeiten sind auch nicht gerade fröhlich, als dass wir uns einfach damit begnügen, einen Eimer Wasser über den Kopf zu kippen. Deswegen habe ich erstmal 1.000 € gespendet an die Charité. Dort gibt es eine Forschungseinrichtung, die sich mit ALS beschäftigt. Und ich würde alle bitten, die Möglichkeiten haben zu spenden, im Rahmen ihrer Möglichkeiten da mitzumachen. Aber liebe Anne Will, wenn Sie nur unbedingt wollen, dass ich mir einen Eimer Wasser über den Kopf kippe, und ich soll das ja auch noch tun, als Eisbär verkleidet oder vielleicht sogar mit einem Eisbären, dann mache ich Ihnen folgendes Angebot. Wir beide kommen zu Ihnen nach Hause und da kippe ich mir, wenn Sie wollen, auch gemeinsam mit dem Eisbären ein Eimer Wasser über den Kopf. Aber nur dann, wenn Sie, genau wie ich, 1.000 € an die Charité spenden. Und damit Sie wissen, wo man das hinspenden soll, zeigen wir Ihnen das jetzt. Jetzt ist es in Ihrer Hand. Für 1.000 € kommen wir beide zu Ihnen nach Hause, ohne Journalisten, ohne Kamera, und kippen uns gegenseitig auch einen Eimer Wasser über den Kopf. Aber vorher müssen Sie spenden. Ansonsten nominieren wir beide natürlich auch 3 weitere Personen für die Ice Bucket Challenge. Als erstes Waldi Hartmann, der hat Humor und macht bestimmt mit. Hannes Jenicke, ich bin sicher, der hat genauso viel Humor. Und als dritte Person, weil ich finde, eine Frau muss auch dabei sein, meine Freundin Marietta Slomka. Das, finde ich, sind 3 geeignete Personen mitzumachen.